So, hallo. Wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir endlich den Bosswash erledigt bei Tainted Eve. Es fehlt uns jetzt zwar natürlich noch Hush, was auch Schnelligkeit voraussetzt. Aber ich möchte jetzt erstmal als Ziel mir Beast setzen. Denn da kann ich wieder etwas ruhiger spielen. Und ich brauche jetzt einen etwas ruhigeren Spielmodus. Ja, so sieht's aus. Okay, wir wollen mal gucken. Da hätten wir gleich mal den Curse Room, den wir uns gleich mal anschauen werden. Da haben wir eine interessante Geschichte, wenn wir Bomben bekommen würden. Ja, wir gucken mal, was passiert. Die Frage ist jetzt halt, wollen wir warten? Wir warten mal. Denn wenn wir Bomben bekommen sollten und da kommen blaue Herzen nachher raus, dann könnte man da schon auch entsprechend, oh mein Gott, was draus machen. Yikes. Okay, Schlüssel ist jetzt für die Ebene noch nicht so sinnvoll, aber ist natürlich gut, dass er... Oh nein, haben wir das Viech von... Nein, es ist nicht bei mir, okay. Puh. Okay, da müsste ich jetzt eigentlich nur ein bisschen aufpassen. Das war knapp. Oh! Ein Viech mehr. Ich will jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen und nicht mehr volle Herzen. Nicht mehr alles einsetzen, sondern immer so, dass ein Herz übrig bleibt. Dass man zwei Hits verträgt. Also ich, klar, von einem Champion-Gegner wäre es trotzdem nur ein Hit, aber das ist dann halt so. Und dann auch im Notfall nochmal ein Viech setzen könnte. Und dann auch die Verwandlung hätte. Würde jetzt aber gern erstmal den Itemraum. Muss ich jetzt echt durch den großen Raum da oben? Oh. Oh, und muss ich nicht. Sehr gut. Okay, wir warten mal. Vielleicht haben wir was zum Aufladen. Naja, also puh. Ich weiß jetzt, also normalerweise nimmt man das Item nicht. Und da ist jetzt eh das erste Item. Ach, ich wollte ja gegen Beast. Ich wollte gegen Beast, dann können wir eh jetzt mal gucken. Dann können wir eh jetzt mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass das hier so... Also normalerweise nimmt man das Item nicht. Und ja. Ich denke auch, dass... Also ich denke auch, der One wird jetzt eh nichts werden. Von daher, wir probieren einfach mal weiter zu spielen. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich das Item jetzt ernsthaft nicht genommen habe. Ja, jetzt haben wir die Verwandlung, die ich meinte. Die habe ich sonst halt nicht. Wenn ich jetzt mit einem halben Herzen rumlaufen würde, ne? Dann wäre ich jetzt sofort tot und so habe ich halt noch ein Dings übrig. Okay. Ich krieg keine Bombe, es ist doch unglaublich. Ich krieg einfach keine Bombe. Da ist jetzt eine Bombe dabei. Jawohl, sehr schön. Da ist jetzt eine Bombe dabei. Pretty fly. Okay. Naja, vielleicht wollen wir ja doch mal weiterspielen. I don't know. Übrigens eine coole Geschichte, dass die dann alle Messer hätten
wenn man sozusagen in diesem Status Viecher erstellen würde, wenn man also in diesem Status dann Herzen bekommt, dann könnte man da schon ziemlich coole Sachen mitmachen. Aber naja. Okay. Ich meine, wir haben jetzt diesen blöden Spiegeleffekt, aber ich bin ganz ehrlich, ansonsten ist es jetzt bisher gar nicht so schlecht von dem, was wir hier bekommen haben. Ich will jetzt die Maschine nicht mitsprengen, ich habe das jetzt bewusst so gemacht. Also ja. Ich überlege nur, ob wir den Curse Room noch probieren sollten. So, wenn wir jetzt eh... Eigentlich wollte ich die Runde ja nicht ernsthaft spielen. Aber ich würde jetzt zu viel... Ich opfere jetzt zu viele Herzen. Ich kann die aber gleich wieder erstellen da drinnen, ne? Das müsste eigentlich funktionieren. Wir probieren es mal aus. Jetzt kann ich die eigentlich gleich wieder erstellen. Ah, es war nur eins, was ich... Ah, okay, ich konnte nur eins zusätzlich... Oh, aber... Aber es bringt mir Guppy. Das war dann schon irgendwo sinnvoll. Ich hätte halt die Viecher nicht gleich, aber ist jetzt egal. Ist jetzt wurscht. So. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Dann können wir uns auch noch den Geheimraum anschauen. Jetzt habe ich sowieso den ersten Itemraum mitgenommen, was natürlich doof war, ne? Aber... war da oben Stein, so wie hier unten? Ja, ne? Da ist der Typ rein. Das heißt, da ist im Prinzip kein Itemraum möglich. Da drüben kann er auch nicht sein, dann kann er... Ja, kann er nur hier sein. Das ist jetzt nicht der Itemraum, den ich mir gewünscht hätte. Aber gut. Oh, ein bisschen Geld mitgenommen. War da ein 7er-Item? Was war denn da für ein Item? Jetzt, wo wir ein bisschen Geld haben, können wir mal gucken. Nee, okay, passt schon. Passt schon. So, ich würde aber jetzt wieder sagen, ich will nicht bis auf das letzte Herz runtergehen, sondern so machen. Genau. So machen wir's. Na, dann gucken wir mal, was alles noch so passiert in dem One. Man kann es ja einfach mal probieren. Ist ja egal. Okay, wir bräuchten wieder eine Bombe. Die Schlüssel hätten wir genug. Oh mein Gott! Gut, da drin ist jetzt die Bombe. Da ist jetzt erstmal der... Oh mein Gott, ich trottel, aber es ist ein schönes Item. Es ist ein sehr schönes Item. Aber jetzt, jetzt gehen wir eigentlich gerade nicht den Beast-Weg, ne? Jetzt gehen wir eigentlich gerade nicht den Beast-Weg. Wir haben ja noch eine Option. Wir können noch den Mother-Weg gehen auch. Jox. Wir können noch versuchen, den Mother-Weg zu gehen. Ich weiß nicht. Oh, das Ding explodiert gleich. Da muss ich aufpassen, dass ich den ersten Schuss ganz weit wegsetze. Chaos. Aber wir haben keine Bombe, immer noch nicht. Aber wir bräuchten ganz schön viele Bomben hier. Kriegen wir vielleicht ein Trinket, was mir Bomben besorgt? Mit Glück? Nein. Oh! Oh!
Nein, das war zu bald. Wollte ich nicht. Da war das Viech davor gestanden, ich verstehe. So, jetzt haben wir eine Bombe. Mit einer Bombe käme ich an Chaos ran. Mit einer Bombe käme ich auch an die Kiste. Mit einer Bombe käme ich aber auch... Ah, die Bombe kriege ich wieder zurück. Ja, dann ist doch hier schon mal die Entscheidung klar. Habe ich vergessen, dass hier auch noch mal eine Bombe drin ist? Double Active nützt mir nichts, wenn ich kein Active Item habe. So, jetzt haben wir aber noch mal eine Bombe. Dann würde ich da jetzt aber mir Chaos holen dafür. Ja. Und dann haben wir hier den Counterfeit Penny. Das ist natürlich sehr schön. Wir haben nochmal einen Infested. Death. Und eine unbekannte Pille. Okay. Also im Moment nützt mir die Active-Karte halt nichts. Ich würde jetzt Death mitnehmen. I guess. Ah, wir haben da unten noch einen Raum, bevor wir zum Boss gehen. Okay. Stellen wir mal noch zwei Viecher. Der Virusschuss ist halt, ne? Der ist halt schon cool. Deswegen würde ich den Run jetzt ungern aufhören an der Stelle. Auch wenn wir diesen Spiegel jetzt genommen haben. Aber man kann es ja... Also wir spielen es einfach mal weiter. Was soll's. Hat sich das Item jetzt eigentlich geändert im... Oh mein Gott. Okay, den kriege ich ein bisschen spät. Hätte ich als erstes runtergemusst, aber gut, kann man nicht ändern. Oh, nice. So, aber meine Frage wäre, hat sich das Item im Shop jetzt geändert? Oh, hier geht's immer noch weiter. Oh, okay. Nicht so okay? Oh mein Gott, ist der schnell. Warum hatte ich so ein krasses Speeddown? Wo kam der denn her? Ah, vom Rock. Vom Small Rock. Ah. Okay. Ja gut, dann war das jetzt ein Versuch und jetzt probieren wir keinen Itemraum mitzunehmen und dran zu denken, dass wir Beast machen wollen. Was haltet ihr davon? Oh Gott. Können wir mal ganz schnell die Feuer hier auslöschen, bevor die mich auslöschen? Dankeschön. Hanged Man. Ah, das spawnt Knochenherzen. Das ist gut. Das ist gut, aber dann müsste ich es draußen einsetzen, weil sonst verliere ich dich hier gleich wieder, wenn ich da rauslaufe. Das will ich ja nicht. Ja, muss ich so machen. Bin ich dumm? Ich dachte, es spawnt Knochenherzen. Welches war? Dann war das... ups. Ups. Dann hätte ich Hanged Man jetzt mitnehmen können. Ja, scheiße. Lasst mich kurz nachlesen. The Lovers Fragezeichen spawns a random pedestal item from the current room's item pool. Ah. Ups. In exchange turns one heart container or two soul hearts into a broken heart. Broken hearts permanently subtract from your total possible health containers. Hat das jetzt da oben... Oh, hat er tatsächlich gemacht. Kann ich das jetzt noch verwenden? Nein. Ah, ich habe jetzt insgesamt einen Container weniger. Okay.
Das ist ja nicht so geil. Das ist schon wieder dann ein Run, der Mist ist. Dann können wir auch jetzt wieder den Itemraum betreten. Und gucken, was noch so kommt auf der Ebene. Ich dachte, das ist, dann war das Hyrophant-Fragezeichen mit den Knochenherzen. Das spawnt dann anstatt blaue Herzen Knochenherzen. So rum, ich hab's verwechselt. Ich hab's verwechselt, I'm sorry. Vor allem, wenn ich gewusst hätte von dem Current Item Pool, dann hätte ich es natürlich im Geheimraum eingesetzt, im Curse Room eingesetzt. Ja, war blöd. War blöd. Und jetzt habe ich sozusagen konstant einen Herzcontainer weniger zur Verfügung. Ich verstehe. Ich meine, das Coole ist, mit dem Kollegen habe ich immer noch einen zusätzlichen Schuss jetzt. Selbst wenn die Viecher weg sind. Wir bräuchten unbedingt eine Bombe. Cool. Cool. Nicht so cool. So, was bist du denn? Es ist ein Item, was ich noch nie eingesammelt habe, also werde ich es auf jeden Fall einsammeln. Ich gucke es mir trotzdem kurz an. Irgendeine Fußfessel. Ich habe das noch nie gesehen. Das müsste Repentance sein. Ja. Spirit Shackles. Das haben wir freigeschaltet, als wir The Beast mit Forgotten besiegt haben. Wenn du stirbst, wirst du zu einem Geist mit einem halben roten Herzen und kannst fliegen. Dieser Geist... Hä? Achso, dieser Geist wird dann an den Körper gebunden, der gestorben ist. Das erlaubt, am Leben zu bleiben, solange man nicht in diesen 10 Sekunden getroffen wird. Also wenn man 10 Sekunden lang überlebt, dann lebt man wieder, oder wie? When you die, you turn into a ghost with half a wet heart and flying. That is chained to your body for 10 seconds. This allows you to stay alive as long as you don't get hit during this 10-second period. Nee, ich bleib einfach nur die 10 Sekunden noch am Leben. After this effect, it cannot activate again until Isaac gains half or full soul heart or a black heart. Soul Hearts that are used to charge Spirit Shackles will not be added to your health as normal. Was? Irgendwie habe ich es nicht ganz verstanden, aber wie gesagt, wir nehmen es einfach mit. Okay, also irgendwas passiert, wenn ich tot bin. Nicht, dass wir es jetzt rausfinden müssten, aber ja. I'm excited. Also eigentlich, wie gesagt, jetzt nichts, wo ich hier weiterspielen würde, aber hey, wir machen einfach mal weiter. Weil, warum nicht? Achso, ich kann noch eins generieren. Ich habe jetzt ein blaues Herz, was mich schützt. Aber dann jetzt auch wieder das Gleiche. Dann jetzt wieder die Mother-Tour. Oh mein Gott! Da sind wir nochmal kurz excited. Danke dafür. Eieiei. So, eigentlich kann der speziell Geheimraum nur hier sein, wenn er überhaupt existiert in dieser Ebene. Er existiert nicht. Okay, danke, dass wir das geklärt haben. Ja, dann haben wir alles getan. Ich sehe jetzt leider meine roten Viecher hier gleich wieder drauf gehen und mich auch. Kommt mal hoch hier. Bleibt mal bei mir jetzt, bitte. Ja, das so viel dazu. Jetzt
geht er noch ein bisschen ab. Das ist in der Kombination mit I'm Excited gar nicht so angenehm. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Taktik ist, so einen Bogen um den zu laufen immer. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt sind eh alle weg. Dann kann ich auch meine Verwandlung machen. Und ihn so erledigen. Puh! Das war risky. So, aber jetzt kann ich hier... Okay. So, jetzt haben wir gesagt, wir müssen die Mom-Ebene, die Mother-Ebene laufen. Aber es reicht ja, wenn wir nach Basement 2 rüber wechseln. Deswegen würde ich Basement 2 noch ganz normal spielen. Oh, shit. Und das muss jetzt auch noch eine Curse of Darkness-Ebene sein. Ja, moin. Na komm, wir nutzen jetzt alles. Wir gehen jetzt überall rein. Scheiße. Nee, ist nichts Gutes. Hasse euch. Dann ist auch egal. Okay, interessanter Raum. Also wir müssen einen Schlüssel behalten bis zum Boss. Das ist alles, worauf wir achten müssen. Und wir müssen überleben. Das wäre auch noch was, worauf wir achten müssen. Ich meine, wir spielen sowieso weiter, weil es reizt mich natürlich zu sehen, was jetzt passiert, wenn ich sterbe. Da ich diese Spirit Shackles vom Lesen her nicht so ganz gerafft habe, was die können. Also, was ich gerafft habe, ist, ich bleibe dann am Leben. Also, ich bleibe nicht am Leben, aber, es kommt dann dieser Geist wieder dazu, der sozusagen von Forgotten kommt, dieser Geist wahrscheinlich. Und der ist 10 Sekunden an meinen Körper gebunden und in diesen 10 Sekunden lebt man irgendwie noch. Aber was nach den 10 Sekunden ist, stirbt man dann trotzdem oder ich hab's irgendwie nicht ganz gerafft. Aber wir werden sehen. Wahrscheinlich eher als uns lieb ist, werden wir es sehen. So. Hier ist kein komischer Stein, okay. Itemraum. Nur die zwei Viecher, sonst ist hier nichts, okay. Kann ich mitleben. Schön, viele Bomben. Guter Itemraum. Guter Gegenstand. Sehr hilfreich, der kann sehr hilfreich sein. Aber da es hier die ganze Zeit weitergeht, wird ja wahrscheinlich auch dann hier der Boss kommen in die Richtung. Okay. Okay. Jetzt haben wir eine Möglichkeit für den Geheimraum. Das war nix. Wahrscheinlich hätte ich noch in den Raum gucken müssen. Na, von dem Raum her wäre es nicht ausgeschlossen gewesen. Okay. Ja, komm. Wir gucken in den Shop. Für ein blaues Herz allein, das wäre es mir schon wert. Da ist keins. Das ist ärgerlich. Aber der sehr nützliche Dude hier ist da, der mir auch Items holen kann, wie zum Beispiel... Aber das ist das, was ich wieder falsch jetzt interpretieren würde. Du kannst mir mal das hier holen. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Dann erstellen wir kurz noch zwei Viecher, indem wir das Herz hier nutzen und dann gehen wir zum Boss. Oh!
Hand gegen Hand. Oder Hound, oder wie auch immer man die ausspricht. Oh, jetzt weiß ich nicht, welcher meiner ist, aber der, der kaputt geht, ist nicht meiner. Jokes! Ich wusste nicht, auf welchen ich schießen muss. So, jetzt ist es einfacher, auf welchen ich schießen muss, Lul. Ja, mach das gerne, aber mach das bitte nicht in meine Viecher rein. Hilfe! Ah, die gehen jetzt gleich kaputt. Muss besser ausweichen. Aber theoretisch müsste doch er hier... Ja, danke. Einfach in ihn reingehen. So. Dass er hier konstant schön Schaden macht. Dann haben wir auch 46% Chance für den Satan-Deal. Und da ist er. Sehr schön. Wollen wir natürlich nicht nutzen, ist klar. Ich mache hier schon mal auf. Und räume hier schon mal auf. Und nehme mir schon mal den Sack mit. Aber wir wollen noch nicht diese Ebene verlassen. Wir wollen noch den Geheimraum finden. Denn wir haben genug Bomben. Und vor allem genug Zeit. Oh, lol. Dann kannst du mir einmal hier die Bombe bringen. Dankeschön. Ich würde jetzt mal vermuten, kann der auch Geheimräume öffnen, wenn sie da wären? Kannst du mal hier gucken? LOL! Was? Also, ich habe den völlig falschen Geheimraum angepeilt, aber er so, nö, Dude, da ist der nicht. Der ist hier drüben. Ja, okay, cool. Ich wusste nicht, dass das so funktioniert mit ihm. Ich dachte so, okay, wenn man den falschen halt anvisiert, dann hat man einfach Pech gehabt. Er geht einfach zum richtigen. Finde ich ja sehr stabil. Finde ich ja äußerst stabil. Okay, aber dann haben wir jetzt tatsächlich alles gesehen, was ich denke. Ich meine, komm. Jetzt gucken wir uns die anderen Räume auch noch an. Wir haben so viele Schüsse, was kann schon schief gehen, außer dass mein Spiel leckt. Im besten Fall kriegen wir noch mehr Viecher dazu, weil wir vielleicht Herzen finden oder wir finden blaue Steine oder sowas. Der Geist erledigt ihn einfach von selbst. Deswegen mag ich den Geist so. Der macht einfach meine Arbeit. Mag den Geist sehr. So, dann haben wir jetzt aber wirklich alles gesehen. Prima. Dann haben wir auch alles ausgenutzt. Okay, wir können ja noch. Ich meine, es sind so viele Töpfe. Es sind so viele Töpfe und die Töpfe können halt auch Items beherbergen oder Münzen. Okay, in dem Fall war es schlecht. Aber hätte halt auch was bringen können. So, das lasse ich jetzt. Wahrscheinlich wäre da jetzt was drin gewesen. Mit goldenen Bomben würde ich hier natürlich noch mehr rasieren, aber ist jetzt natürlich Quatsch. Das ist mir dann auch bewusst. Okay, aber interessant. Sehr interessant. Wir haben auf jeden Fall wieder was gelernt, was den Typen hier angeht auch. Das war ja wirklich cool. Dass der davon selbst zum richtigen Geheimraum gegangen ist. Das war ja richtig cool. Okay. Okay, meinetwegen. So, Dross 2. Wir müssen finden, weißes Feuer, Spiegel, Itemraum. Und wir müssen am Leben bleiben. Damit haben wir den Engelraum uns jetzt schon versaut, aber hey. Okay, da ist schon mal der Itemraum. Aber da müssen wir dann auch wieder hinkommen. Das ist das nächste Problem. Da müssen wir dann als Geist ja auch wieder hinkommen.
Und das sind Gegner davor, die gefallen mir nicht. Die gefallen mir gar nicht, die Gegner davor. Eieiei. Ich muss mal was testen. Okay, schade. Ich dachte, ich kann vielleicht beides nehmen. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Aber man hat's gesehen. Ich glaube, der Griff war ein Fehlschlag. Und deswegen konnte ich dann das andere Item nehmen, weil ich konnte es vorher nicht einsammeln, bevor der Dings nicht losgelaufen ist. Also ich glaube, sonst hätte er wahrscheinlich das genommen und ich hätte das andere nicht mehr nehmen können. Ich wollte es an sich mal testen. Eigentlich wäre der Dings vielleicht sogar ein cooles Item gewesen, wenn ich so drüber nachdenke. Eigentlich wäre der wahrscheinlich ein hilfreiches Item gewesen. Gerade wenn der ausgewachsen ist und dann Gegner angreift, ne? Wäre wahrscheinlich das bessere Item gewesen. Aber, ich meine, die Kiste kann mir auch, wie gerade eben passiert, sehr nützliche Dinge bringen. Oh, das ist auch interessant. Das wäre sogar für unsere Zwecke sehr nützlich. Oh, Empress ist auch sehr nice. Ich behalte mir das mal hier vor. So, aber bisher, wir müssen diesen Weg auf jeden Fall nachher gehen. Und das wird mit dem Geist problematisch. Das wird mit dem Geist leider problematisch. Na, wir werden sehen. Okay, hier ist das weiße Feuer, aber wir müssen ja vom Spiegel aus loslaufen. Also da gibt es leider einiges. Oh shit! Das war nicht so gut. Ja, ich wollte sagen, da gibt es leider einiges an Weg, was wir zurücklegen müssen, was mir nicht so behagt. Interesting. Erstmal fürs Überleben sichern. Muss erstmal für mein Überleben sichern. I'm sorry. Die Kopfbedeckung muss noch warten. Da ist der Spiegel. Okay. Gut, dann ist der Weg. Oh weia. Kein angenehmer. Aber erstmal zum Boss kommen. Erstmal den Boss besiegen. Oh shit, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht realisiert. Ja moin, hi. Kannst du dich mal um den da unten kümmern, dann in der Zwischenzeit? Okay, der kümmert sich um genau einen Gegner und dann haut er wieder ab. Oh, nice! Oh mein Gott, Balls of Steel. Sehr gut. Sehr wichtig. Okay, da ist der Boss. Ja, da müssen wir jetzt erstmal durch. Da müssen wir jetzt erstmal durch den Boss. Dann wäre jetzt doch wieder meine Frage, kannst du mir sagen, ob in diesem Raum der Geheimraum ist? Ist das ein Nein oder ist das ein... Lass mich in Ruhe. Man weiß es nicht. Okay, wir gehen in den Kampf.
Okay, der müsste doch eigentlich mit meinem Geist, der sich hier um ihn kümmert von selbst, müsste der doch relativ angenehm sogar sein. Ich kann keinen Rotherzschaden mehr bekommen, weil ich alle Rotherzen weggezaubert habe. Cool. Ich würde fast sagen, 10% Engelchance kann doch was werden. Ja, wir hätten natürlich mehr haben können. Also 10% sind halt leider nur 10%. Und kommen auch nicht durch. Na gut, ist so. Muss ich akzeptieren. So. Jetzt müssen wir aber ganz viele Kollegen erstellen, dass wir als Geist da auch durchkommen. So. Weil, wenn ich nicht jetzt hier volles Risiko gehe, dann nützt mir das Ganze sowieso nichts. Okay. Volles Risiko. Let's go. Ja, du kannst mal mitkommen. In welche Richtung muss ich? Ich muss nach da weiter. Ich muss nach da weiter. Das Gute ist, dass wir durch alles durchschießen können und wir jetzt also nicht die gleichen Probleme haben wie vorhin. Oh! Isaacs Fork funktioniert automatisch, ne? Dass man die roten Herzen einfach dazu bekommt. Die droppen nicht, die bekommt man einfach dazu, richtig? After clearing a room, you have a chance to heal for half a red heart. Genau. Was ist jetzt besser? Welches Trinket ist jetzt besser? Tears have a chance to slow enemies. Da gehe ich lieber auf das Red Heart. So, das ist der Anfangsraum. Jetzt kommt der Raum hier. Schön schnell alles kaputt machen. Ja doch, das läuft deutlich besser als vorhin. Sehr gut. Okay, und der letzte Raum. Der letzte Raum, dann haben wir es. Und einen Treffer haben wir sogar. Nicht, dass ich den unbedingt nutzen möchte, aber wir hätten ihn. Okay, das sieht gut aus. Okay. Gut. Rückzug. Schneller Abzug wieder. Den richtigen Weg wählen, nicht den Weg mit irgendwelchen Monstern. Und raus da. Sehr schön. Okay. Dann können wir jetzt aber nochmal testen, ob er vielleicht in dem Raum hier den Geheimraum findet. Erzähl mir mal was. Der haut jetzt auch ab. Heißt es, hier ist er nicht? Oder? Oder heißt es was anderes? Man weiß es nicht. Gut, wie auch immer. Wir haben den ersten Messerteil gefunden. Dann schauen wir mal. Oh Gott, ich werde jetzt hier rein. Ich muss mich ja hier rausbomben. Ich wäre jetzt da reingegangen fast. Ich muss ja den Weg gehen. Uiuiuiui. Habe ich spontan verdrängt, dass ich den Weg ja gehen muss. Ich habe nämlich kurz noch überlegt, ob ich denn die Bomben jetzt an der Maschine opfern sollte, um das Martyr zu kaufen. Aber das wäre ja schlecht gewesen. Ah, schade. Ich habe auf einen Spender gehofft. Einen Dealer gehofft. Beggar heißt er, nicht Dealer. Ah! Geist, kümmere dich mal um den Kollegen hier.
Danke. Okay. Da haben wir ein bisschen was verloren. Ich könnte natürlich jetzt mir meine blauen Herzen erstmal wieder zurückholen und dann mit den roten weiterkämpfen. Ich denke, das machen wir auch. Wir haben ja ein rotes, das heißt, mit Sumptorium kriege ich alles zurück. So. Oh, das ist so einer. Ja, und jetzt wäre ich schon tot, siehste. Das wäre nämlich alles gar nicht so geil gewesen. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy! Kann der mal hier oben sprengen? Aua! Ja, jetzt sprengt er natürlich nicht mehr. Hier hätte ich gerne einen Sprengkopf gehabt. Ach so, warte mal. Kannst du mal hier dich da drum kümmern? Dankeschön. Okay, diesmal sind wir schnell genug. Revanche. Das war auch in dem Part, wo du mein Leben beendet hast, ne? Ja, das war in dem Part. Jetzt gibt's Revanche. So. Du hast mir hoffentlich eine gute Pille gebracht. Oh, nein, hast du nicht. Okay. Nur die Gegner, sonst nix. Die sind nur stressig wegen den roten Dingern, weil die wahrscheinlich meine roten Dinger reduzieren, wenn ich nicht aufpasse. Whoop, ciao. Okay. Yo! Der macht aber mal eine ganz interessante Richtungsweisung hier. Alter! So, mach dich weg. Hilfe! Hier geht's nicht weiter. Ja, dann tschüss. Sehr interessanter Raum. Faith up. Lasst mich ganz kurz lesen. Auch so ein Item, was ich immer verwechsel. Increases your chance to find an angel room instead of a devil room. Also wenn wir die... wenn der ausgeglichen ist. Also jetzt im Moment wäre es egal, deswegen im Moment nehmen wir noch den mit. Im Moment würde es mir überhaupt nichts nützen. Eigentlich nur beim... Oh boy, oh Junge, wo greife ich an? Ach, der Typ da drin. Nein, der Typ da auch. Die kann ich beide... Ah, mein Gott. Das lief ja nicht so gut. Habe ich alles verloren? Ich habe fast alle Viecher verloren, ne? Eieieiei. Was mache ich denn hier wieder? Okay, erzähl mir mal was zu der Wand hier. Er ist so gut! Er findet einfach die Geheimräume, die ich niemals versucht hätte. Den hätte ich niemals versucht, da hochzu... Wobei doch wahrscheinlich, weil dann der nächste Raum nach oben führt. Aber hätte ich im Moment nie versucht. Aber er ist klug. Schön. Und ich bin froh, dass seine Explosion mich nicht treffen kann, weil das wäre jetzt ungünstig geworden. War's das? Okay, dann sprengen wir ihn noch für die neuere Chance. Eine bessere Chance. Sehr schön. Und da haben wir Shop und Itemraum in einem. Und die alles hier schnell erledigen, weil sonst wird es hier gleich ganz ungemütlich. Oh, ich habe fast nichts mehr. Dann müssen wir einmal schnell unsere Herzen zurückholen. So. White Shot. Dann nehme ich mir den White Shot mit. Weil das andere, keine Ahnung, White Shot ist in Ordnung. So, hier müssen wir jetzt einmal wieder aufrüsten. Aber seht ihr, wie wenig Münzen? Ich muss mal wieder irgendwann einzahlen. Das muss ich halt dann auch irgendwann machen. Das ist das...
ja, irgendwo das Kritische, wenn man die auf die Art und Weise die ganze Zeit ausnimmt, die Maschine. Das ist dann so ein bisschen kritisch, ich weiß nicht. Weil wann zahlt man die jetzt wieder ein? So, man... Oh shit. Normalerweise kommt ja nicht von selbst plötzlich eine Gelegenheit, dass man wieder einzahlt, sondern man zahlt ja eigentlich nie ein. Das ist ein bisschen blöd. Okay, Bossfight. Scheiße. So wirklich viel hat die Gabel bisher nicht gemacht, ne? Muss man auch mal gestehen. Heieieiei. Was kann jetzt er gegen den Boss ausrichten? Wahrscheinlich gar nichts. Okay, hat ein bisschen angegriffen. Oh boy! Ach, jetzt habe ich vergessen, dass... Nein, jetzt habe ich diesen Zusatzeffekt vergessen. Ah, scheiße! Jetzt ist der mir direkt mit wegge... Ah, nein, jetzt haben wir das nicht rausgefunden, was diese Dinger machen. Jetzt ist der mir direkt mit weggestorben, der Geist. Aber man hat ihn kurz gesehen. Ah, ich habe nicht mehr dran gedacht. Verdammt. Aber wir haben... Ich fand ich habe das It's Me-Ding. Jetzt mag ich jetzt noch mehr. Der ist cool. Der kann viele coole Sachen. Der hat auch hier den Boss gut angegriffen. Also muss man sagen, der hat schon ordentlich was gemacht. Ich habe jetzt leider, ja, den Rest nicht gut gemacht, aber das Viech war interessant. Gut, belassen wir es dabei. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.